Hallo, willkommen bei Conny Canarias. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich zeige euch gleich mal die Temperatur, 37 Grad und es ist schon guter Nachmittag. Also richtig heftig hier bei uns im Moment. Ja, das ist ein Scirocco. Wir haben also heißen Wind. Kalima eigentlich weniger, weil die Berge sind relativ gut zu sehen. Da habt ihr einen Blick auf die Berge, sogar der Roccanublus zu erkennen. Aber dieser heiße Wind, das ist Scirocco. Kommt natürlich auch von Afrika. Wo soll es sonst herkommen, diese Wärme? Und ja, da müssen wir mal wieder durch. Heute Mittag war es natürlich noch heißer. Bis ja 39, 40, also richtig, richtig heiß. Ich nehme euch mal mit in das Einkaufszentrum Varadero. Wir sind ja hier neben dem Casino in Meloneras. So, hier haben wir es, das Varadero Shopping Center hier in Meloneras. Und ich gehe auch heute extra mal in ein Shopping Center, weil draußen in der Sonne kann man nicht sein, ist es mir echt zu heiß. Und wir können sie uns hier ja aussuchen, wo wir euch dann ein schönes Video machen. Ja, hier gibt es natürlich verschiedene Juweliere, wie ihr sehen könnt. Schicke Uhr gefällig, ja, natürlich. Oder ein Parfüm, Kosmetik. Was auch immer. Natürlich gibt es hier auch Souvenir- und Elektronikläden. Und ich nehme euch jetzt einfach mal mit. Wir fahren auch jetzt gleich mal nach oben. Und dann schauen wir uns das Ganze von oben an. So, oben gibt es einen Friseur. Hier unten haben wir Schuhe. Und wir werfen mal einen Blick hier auf das Obergeschoss. So, der Friseur, der ist hier, direkt, wenn man hochfährt. Da hinten ist alles recht zu. Ein Souvenirladen und natürlich Klamotten, Klamotten ohne Ende. Und wir gehen mal ein Stückchen weiter. Hier nochmal ein Blick nach unten. Dolce Vita, den Laden gibt es schon lange und er hat natürlich auch Markenklamotten. Joseph Ripphoff. Sehr bekannt. So, aber wir gehen hier mal weiter. Ferrero. Schicke Hemden. Jackets in allen Farben. Also wer sowas möchte, hier wird euch geholfen. Wenn ihr mal was, ein bisschen was Auffälliges haben wollt, was Schickes, da findet ihr hier bestimmt das Richtige. So, wir gehen weiter. Hier haben wir natürlich auch die üblichen Lederfritzen. Gürtel, 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 Taschen, Taschen, Rucksäcke. Also auch für die, die sowas brauchen, da findet ihr hier sicher was. Kleidchen, dünne Kleidchen, Hemden, kurze Hosen, alles was man hier so tagsüber braucht für die Wärme. So, und hier schauen wir doch noch mal runter. Da drüben haben wir noch einen Elektronikladen, dort bekommt man auch Uhren, Kameras, Kopfhörer. Und hier unten, ja, das übliche
die leichten Klamotten für tagsüber. So, auch hier gibt es Lederjacken in allen Farben, also rot, rosa, was ich da hinten hängen sehe, gelb, weiß, also auch ein bisschen was Buntes. So, und hier unten wird gebaut, schon wieder mal, kleiner Umbau. So, und hier haben wir ausgefallene Sachen. Luxury Apparel since 1993. Auch wieder Hemden und Jackets. Die Prego, italienische Marke. Und auch hier gibt es natürlich Angebote. So, hier drüben haben wir das Hotel Costa Meloneras. Ja, was man hier unten sieht, das sieht nicht toll aus. Ich hoffe, dass sich da mal was tut, weil soweit ich weiß, gehört das der Firma Lopezan, dieses Grundstück hier zwischen dem Einkaufszentrum und dem Hotel. Nicht unbedingt ein schöner Blick. So, hier unten haben wir noch mal eine große Terrasse. Noch mehr Schuhe, Kettchen, T-Shirts, Koffer. Und da drüben, das ist eine, ich nehme an, eine Art Reformhaus, Drogerie. So, da ist auch ein Laden geschlossen. Die Bar hier, keine Ahnung, was mit der ist. Im Moment ist sie zu. Und wir gehen jetzt mal hier in die andere Richtung, hier drüben. Ja, hier ist die Bar Coco, hier im Baradero. Die machen wahrscheinlich später erst auf. Und das hier ist ein Tattoo-Laden. Ja, sieht schön aus, schön gemacht. Und hier geht es weiter mit Portemonnaies, Rucksäcken, Hemden. Also, hier bekommt ihr alles. Wenn ihr mal euren Koffer nicht dabei haben solltet, dass der irgendwie verloren gegangen ist am Flughafen. Sowas soll ja öfter mal vorkommen. Dann könnt ihr hier alles kaufen. Solltet ihr hier in der Nähe wohnen. Zum Beispiel, also zumindest die wichtigen Sachen, bis dann der Koffer geliefert wird. So, da drüben Canarias Souvenir. Und hier das 19th Hole. Das war ja früher unten auf dem Boulevard. Und ist jetzt hier. Hier wird gerade Fußball gezeigt. Ja, hier ist natürlich auch immer Live-Musik. Im Moment halt Fußball. The 19th Hole. Ja, hier ist immer gut was los. Und wenn Live-Musik ist, die ist da vorne auf der Bühne, da ist dann richtig Stimmung hier.
Ja, und hier im 19th Hole gibt es jeden Tag Live-Musik. Wer also da ein paar Evergreens hören möchte, ist hier herzlich willkommen. Es ist hier genug Platz für Grüppchen. Man kann dann auch ein bisschen tanzen, natürlich, und vor allem mitsingen. Früher waren die ja unten am Boulevard. Ja, da war ich öfter mal. Da war also immer richtig gut was los, war schön. Und deswegen schaut mal vorbei. Irische, englische Musik. Und ihr kennt sicher den einen oder anderen Song. So, hier drüben haben wir ein großes Restaurant. La Pampa. La Pampa Grill. Viel Platz, viel Blick. Im Moment sind noch hier die Jalousien unten, weil es doch sehr aufheizt durch die Sonne. Steakhouse. So, und hier haben wir den Blick rüber zum Pinguino. Da schleppt gerade einer sein Pferd. Pinguino, da vorne das Meer. Fundgrube. Ja, es ist immer noch sehr, sehr warm, muss ich euch sagen. Aber gut, da müssen wir jetzt durch. Ich werde jetzt aber hier noch eine Runde unten drehen und dann werde ich erstmal in meinen kühlen Pool springen.